Unser Campus Westend liegt im Herzen Frankfurts und in unmittelbarer Nähe stehen die Türme der Frankfurter Skyline. Mit den größten Konzernen, Banken und Institutionen direkt vor der Tür ist der Praxisbezug bei uns Alltag. Und davon profitieren Studierende, Lehrende und Forschende. Jetzt stehen wir im Body of Knowledge. Das ist der zentrale Treffen auf dem Campus hier und auch der perfekte Start für unsere Campus-Tour. Los geht's! Wir befinden uns hier vor dem wichtigsten Gebäude für unser Fachbereich, und zwar das Gebäude für Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften. Hier sitzt die Verwaltung und auch die meisten Professorenbüros sind hier drin und natürlich auch das Büro des Dekans. Kommt mit! Hier im Dekanat laufen alle Fäden des Fachbereichs zusammen. Und von meinem Schreibtisch habe ich einen wunderbaren Blick auf die über 100-jährige Geschichte unseres Fachbereichs. Im Dekanat ist auch das SIX Info Center die erste Anlaufstelle für alle Studierenden. Bei allen Fragen zum Studium stehen hier erfahrene Studierende mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem pflegt das Auslandsbüro unsere internationalen Kontakte und berät Studierende, die ein Auslandssemester planen, und unterstützt sie natürlich auch währenddessen. Experimentelle Wirtschaftsforschung hat eine lange Tradition am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. In unserem Flex-Labor nutzen wir experimentelle Methoden, um das Verhalten von Menschen zu untersuchen. Zum Beispiel, ob Polizisten kooperativer sind als andere Menschen oder das Kaufverhalten beim Online-Shopping. Das ist das House of Finance, das zweite Gebäude des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. Eine revolutionäre Idee 2008. Wir bringen Juristen zusammen, wir bringen Volkswirte, Betriebswirte zusammen und die erforschen die Zukunft der Finanzmärkte. Zusätzlich kommen natürlich auch Leute von der Zentralbank und aus der Finanzindustrie. Das heißt, hier ist die Finanzcommunity. Und natürlich dürfen auch die Studierenden nicht fehlen. Die haben hier fantastische Hörsäle, eine Bibliothek und auch Datenräume, wo sie selbst forschen können. Finanzmarktforschung können unsere Studierenden auch hautnah an unseren Bloomberg-Terminals erleben. Möchte man also Kursentwicklungen analysieren, ein Unternehmen bewerten oder mit anderen vergleichen, dann ist man hier genau richtig. Die wichtigsten Räume einer Uni sind natürlich die Lehrräume. Hinter uns befindet sich das Hörsaalzentrum mit den größten Hörsälen der ganzen Universität. Hier finden klassische Vorlesungen statt, zu denen hunderte Studierende aus ganz Deutschland und aus aller Welt zusammenkommen. Auch festliche Anlässe finden hier statt, zum Beispiel unsere Graduierungsfeiern, bei denen unsere Absolventinnen und Absolventen gemeinsam mit ihren Angehörigen den erfolgreichen Abschluss ihres Studiums feiern. Natürlich gibt es nicht nur große Veranstaltungen an unserer Universität. Hinter uns ist das Seminarhaus, in dem auch kleinere Veranstaltungen stattfinden, wie zum Beispiel Workshops oder Übungen. Praxisnah diskutieren wir hier wichtige wirtschaftliche Fragestellungen. Und das nicht nur im Bereich Finanzen, sondern auch im Bereich Marketing, Management, der Wirtschaftspädagogik, Wirtschaftsinformatik und der Volkswirtschaftslehre. In der Klausurphase oder zum Schreiben von Hausarbeiten verbringen wir viele Stunden in der Bibliothek des Fachbereichs. Hier gibt es über 1000 Arbeitsplätze, an denen man in Ruhe arbeiten kann. Gemeinsam lässt sich die Zeit zwischen den Vorlesungen wunderbar im Grünen verbringen, in der Lerngruppe oder zum Entspannen. Und wenn der Akku einmal leer sein sollte, lässt er sich ganz einfach an einer unserer solarbetriebenen iBenches aufladen. Die freie Zeit kann man natürlich auch im direkt angrenzenden Grüneburgpark verbringen, wer es sportlich mag, sogar mit einer Laufrunde. Aber auch in den zahlreichen Cafés und Mensen auf dem Campus kommen wir zusammen. Und schnell diskutiert man bei einem Café das aktuelle Wirtschaftsgeschehen. Auf dem Campusareal sind auch zahlreiche Kunstwerke ausgestellt. Zum Beispiel der Schreibtisch des weltberühmten Sozialwissenschaftlers Theodor Adorno, der auch der Namensgeber für den Campusplatz ist. Hier sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer Tour über den Campus West End. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns schon bald wieder hier am Body of Knowledge.